Einfache Überwachung und Fehlerbehebung von SQL Server mit den Standardberichten. Genau das sehen wir uns in diesem Video an. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wie eingangs erwähnt, bietet der SQL Server seit der Version 2005 Standardberichte an. Und genau diese Standardberichte eignen sich sehr gut für eine einfache Überwachung oder auch Fehlerbehebung. Wo findet man nun diese? Ich habe hier die SQL Server Datenbank geöffnet, und zwar die AdventureWorks Datenbank, und mache einen Rechtsklick auf diese Datenbank, und hier sehen wir in den Abschnitt Reports die Standard Reports. Und anschließend erhalte ich nun viele unterschiedliche Berichte. Eines vorweg, manche dieser Berichte sollten nicht während des Tages ausgeführt werden oder zu Zeiten mit starker Belastung am SQL Server, da diese sehr umfangreiche Abfragen beinhalten. Deshalb besser am Abend oder bald in der Früh. Sehen wir uns nun einen dieser Standardberichte an. Ein Klassiker ist immer wieder dieser Disk Usage by Table. Dieser wird auch relativ schnell ausgeführt und erhalte dann eine schöne Übersicht aller Tabellen von dieser Datenbank und den entsprechenden Metadaten. Reserved, Data, Indexes, Unused und so weiter und so fort. Anzahl der beinhaltenden Datensätze. Beispielsweise sind diese Faktentabelle beinhaltet eine knappe Million. Und wie ihr seht, könnt ihr so relativ schnell und einfach einen guten Überblick über die Datenbank erhalten. Der SQL Server bietet darüber hinaus Custom Reports zu importieren. Das wäre dann wieder im selben Menü unter Custom Reports. Diese müssen aber mit dem SQL Reporting in Services erstellt werden und dann entsprechend abgeloadet werden. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine Erleichterung im Umgang mit dem SQL Server anbieten, und tschüss, bis bald.